Hallo, liebe Friedfischangeln-User. Sebastian ist heute bei mir von Starbaits. Ja, Sebastian hat uns ja beim letzten Mal schön den RS1 vorgestellt und alles, was damit zusammenhängt. Es gibt aber auch neue Haken von Starbaits, die wollen wir euch heute mal ein bisschen vorstellen. Was hat sich denn auf sich mit den neuen Haken, Sebastian? Ja, also wir haben ja im Jahre 2012 keine Haken im Programm gehabt, wird der eine oder andere vielleicht mitbekommen haben. Genau. Ist einfach den Umstand geschuldet, dass die Entwicklungszeit der neuen Haken ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als wir ursprünglich dachten. Also wir testen diese Haken schon seit etwa anderthalb Jahren. Also nicht einfach auf den Markt drücken, um was rauszubringen, sondern auch schon bedacht. So sieht's aus. Wir haben uns vorerst für 5 Modelle entschieden. SB1 bis SB5. In Zukunft sind noch weitere geplant. Okay. Und die Haken gibt es halt in Größen von 2 bis 10. Was uns halt bei diesen Haken sehr wichtig war Stabilität. Ja. Also wir haben darauf geachtet, wirklich besonders hochwertigen Japan-Carbonstahl zu verwenden. Dann sind die Haken Teflon beschichtet. War uns ebenfalls wichtig, dass das Beschichtungsverfahren die Stabilität des Stahls nicht beeinträchtigt. Ja, okay. Und was vielleicht noch ein interessanter Aspekt ist, dass die Haken im Durchmesser etwas dicker sind als vergleichbare Modelle anderer Hersteller, um wirklich zu gewährleisten, dass die Haken am Drill nicht aufbiegen oder brechen oder sonst irgendwas. Ja, gut. Ja, 1 bis 5 sagst du. Was sind deine Favoriten? Wie setzt du die Haken denn ein? Ja, also wenn wir von Favoriten reden, fange ich mal direkt hinten an, beim letzten. Okay. Der SB5. Mal die Kamera halten. SB5 ist das Nachfolgemodell von unserem alten SB100. Der SB100 war schon seit Jahren mein Favorit unter den Haken. Ist ein klassischer Allrounder. Lässt sich für beinahe jedes Rig fischen. Ist sehr stabil. Also der Haken ist mir noch nie aufgebogen irgendwie. Okay. Und also ich fische ihn ganz gerne sogar für Blowback-Rigs, ja, wo man ja eigentlich eher klassische Longshanks erwartet. Ja. Lässt sich aber auch für Pop-Up-Montagen oder sonst irgendwas. Also lässt sich wirklich eigentlich für jedes Rig einsetzen. Hat einen mittellangen Schenkel, gerade Spitze und durchschnittlich weite Öffnung. So, dann springe ich jetzt mal zurück an den Anfang. Ja, der Einser. Richtig, SB1. Der SB1 ist ein klassischer Curve-Shank. Setze ich am liebsten ein für KD-Rigs oder für Pop-Up-Montagen mit weichen Vorfächern. Hat halt einen gebogenen Schenkel und ein leicht nach innen gewinkeltes Öhr. Ja, das sind so. Spitze ist gerade. Das sind so halt die Varianten, die ich auch bei mir im Kasten immer rumfliegen habe. Richtig. Nutze ich eigentlich am meisten mit. Ja, also ist eigentlich einer der Klassiker. Mhm. So, dann haben wir den SB2. Der SB2 ist eigentlich das Modell, das sehr stark erinnert an einen klassischen White Gape. Ja. Also sprich, weiter Bogen, leicht nach innen gewinkelte Schnabelspitze und nach innen gewinkeltes Öhr. Mhm. Ist eigentlich auch ein Allround-Haken, den ich relativ gerne einsetze. Dreht sich sehr gut ein durch das nach innen gewinkelte Öhr, hat den Vorteil durch die nach innen gebogene Spitze, dass der Haken, wenn ich ihn über Kies oder Steine ziehe, nicht sofort stumpf wird. Ja. Also ebenfalls ein relativ klassisches Modell. Dann kommen wir zu den Dreier. Sieht auch sehr interessant aus. Wofür setzt du den an? Ja, also der Dreier ist dieser klassische Shotrig-Haken. Okay. Das heißt, er entspricht in seiner Form fast dem SB2. Nur, dass hier halt das Öhr nach außen gewinkelt ist. Genau. So lassen sich auch steife Vorfächer fischen, ohne dass die Spitze zu aggressiv nach innen steht. Ist nämlich auch ein Problem, denn fasst der Haken zu wenig Fleisch, wenn er greifen soll. Hier haben wir den Vierer, der sieht auch sehr interessant aus. Ja, also der Vierer. SB4 ist der klassische Longshank, wird sehr gern gefischt von meinen französischen Kollegen. Ist ein sehr guter Haken auf sehr heikle Fische, weil er halt durch den langen Schenkel und das relativ stark nach innen gewinkelte Öhr sehr schnell eindreht. Mhm, okay. Ist für mich auch einer meiner favorisierten Haken, wenn ich auf Graser fische oder wenn man mit Partikeln fischt, weil halt die Öffnung des Hakens
etwas kleiner ist als bei den White Gaps oder den anderen Haken. Hm. Ja, das waren also die 5 Hakenversionen von Starbaits, neu auf dem Markt. Extrem scharf, extrem stabil. Ich kann nur sagen, top Haken, die wandern erstmal in meine Kiste. Ja, viel Spaß damit.